Woche in unserer Schule, die schaut so aus, dass am ersten Schultag alle Kinder und alle Lehrerinnen sich gemeinsam zu einer gemeinsamen Feier, einem gemeinsamen Wochenstart treffen. Wer möchte denn diese Woche für die Pausenkiste zuständig sein? Wir beginnen jetzt mit der Planung für die Woche. Du kannst sagen, was du dir vorgenommen hast, was du gerne machen möchtest. Ich mache im Heft und im Buch auch Umfang und hoffe, dass ich die Überprüfung auch noch in der Woche schaffe. Die Zielarbeit, wir kriegen da immer so einen Plan und wir können uns frei aussuchen, was wir machen. Wir haben die Ziele des österreichischen Lehrplans für die Kinder aufbereitet und haben versucht, in Form eines Waldes die Mathematikziele für eine Schulstufe, aber auch die Deutschziele so zu gestalten, dass es für Kinder einfach gut erkennbar ist, an welchen Zielen sie in diesem Jahr arbeiten. Zu diesem Ziel gibt es dann einen klaren Lernbeweis, der auch beurteilt wird, also der eine Bewertung bekommt. In der Zielarbeit in unserer Klasse können wir uns auch gegenseitig, also die Freunde können sich dann auch gegenseitig Lernbeweise erstellen. Und das ist das Schöne daran, weil Kinder, wenn sie miteinander arbeiten, das ganz anders erklären, wie wenn der Lehrer oder ein Erwachsener ihnen das erklären möchte. Oh, jetzt haben wir da 12. Ja. Hey, was? Ich hab da 13. Das ist aber 12. Naja, es kommen nur die Kinder zum Kurs, die sich damit nicht auskennen in dem Bereich. Es ist eigentlich recht simpel, weil manche Kinder kennen sich zum Beispiel bei schriftlichen Divisor nicht aus. Und dann gibt es halt einen extra Kurs und das finde ich auch recht richtig toll. Wollen lernen, wenn sie zu uns in die Schule kommen. Sie können es gar nicht erwarten, anzufangen, lesen, schreiben, rechnen zu lernen. Das kann gar nicht schnell genug gehen. Und sie sind neugierig. Es gibt so viele Themen, die sie interessieren. Alles, was wir tun müssen, ist, diese Motivation zu erhalten. Und dadurch müssen wir die Kinder nicht zwingen, irgendetwas zu lernen. Wir müssen ihnen nichts drüber stülpen, sondern wir können sie einfach nur begleiten bei dem, was sie machen wollen. Themenarbeit ist halt einfach unser Sachunterricht, und weil wir sehr lange dafür Zeit haben, haben wir auch eine sehr große Themenvielfalt. Und den Einstieg in so eine Themenarbeit bildet die sogenannte pädagogische Situation. In dieser pädagogischen Situation stellt die Lehrerin den Kindern zum ersten Mal dieses Thema vor. Nach dieser ersten Phase dürfen die Kinder selbst aussuchen, was sie an diesem Thema speziell interessiert. Themenarbeit lernen wir zum Beispiel über Brasilien und über die Favelas, über den Körper und über Mittelalter und halt über die Menschheit und so Sachen. Und dann recherchieren sie zum Beispiel am Computer oder in Büchern. Es gibt halt Gruppen und die müssen die Gruppen stellen dann ein Referat vor. Das ist Männchen. Die ist ja ganz gelb, Mama. Ja, die sind gelb und blau. Die Weibchen sind gelb. Die Männchen auch. Naja, die sind eher gelb. Die hat Eier. Ja, ja. In den Familienklassen sind die Kinder von der Vorschulstufe bis zur zweiten Volksschulstufe in einer Klasse. Du, ich finde an der Familienklasse toll, dass wir uns zusammen helfen können. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für die Kinder, weil sie sehr gut motiviert sind. Sie lernen miteinander und voneinander. Ja, und das schlägt sich natürlich auch im Lernerfolg nieder. Wir machen heute die Liter. Eineinhalb Liter plus 250 ist 700.
1 Liter und 750 Milliliter passen hier nicht. Inklusion bedeutet für uns, dass es eine Bildung für alle geben soll. Für uns soll dass die Persönlichkeit des Kindes im Mittelpunkt stehen und alle Kinder sollen das Recht haben, gemeinsam mit allen anderen entsprechend ihrer Möglichkeiten zu lernen. Das Schönste für mich ist, wenn ich sehe, wie hilfsbereit die Kinder sind, welch hohe soziale Kompetenz sie haben. Die Krabbe ist am Sandstrand. Krabbe zwickt hart. Ja! Ja! Oder sie sind schön. Ja, okay. Dann machen wir. Schön! Die. Es macht Spaß, in der Gruppenarbeit zu arbeiten. Das ist was. Ja, weil man da einfach mehr lernt, sag ich jetzt einmal, weil du kannst einfach mit den anderen kommentieren, was du noch nicht weißt, was vielleicht was es ja eher und was er dann weiß, vielleicht was es ja dann. Freundlichkeit und das Klima, dass wenn du reinkommst, das Gefühl hast, irgendwie an einem familiären Ort zu sein. Das ist irgendwie anders, die Schule. Das ist nicht so. Es ist nicht fremd, das ist alles so bunt und freundlich. Also am meisten taugt mir der Zusammenhalt zwischen den Schülern untereinander. Also erstens das Team und einfach dieses Miteinander, was in der Schule vorherrscht. Und auch, dass sich die Kinder untereinander kennen gegenseitig und dass jetzt nicht so diese Klassen für sich arbeiten, sondern dass wir wirklich als Schule leben. Das Spannendste sind auf jeden Fall die Kinder. Die Kinder, die immer unterschiedlich sind, die einem als Lehrer so viel ja, an Freude bringen und geben. Und das ist das Spannendste. Ich finde an dieser Schule, St. Oswald, ist das Besondere, dass wir miteinander lernen und miteinander arbeiten. Nicht nur die Kinder, sondern auch wir Lehrerinnen. Auch wir lernen jeden Tag aufs Neue, auch wir dürfen Fehler machen und wir dürfen uns weiterentwickeln. Und genauso machen das die Kinder auch. Ich glaube, das Besondere an unserer Schule ist, dass wir versuchen, die Potenziale der Kinder zu entdecken und zu fördern und zu stärken und dass wir Kinder ermutigen und ihnen ermöglichen, lebenslanges Lernen von Beginn an zu lernen.